So, meine Freunde, da wären wir wieder bei The Dick. Oder Die Dick? Die Dick? Man muss mal eigentlich die sagen. Ein Rufknopf. Können wir da drauf knopfen? Knopfen. Oh. Nichts passiert. Nichts passiert. Das ist schon aber nett, nett. Gehen wir mal dann auf. Und da sind wir wieder im Eingang. Aber wir haben ja sowas bekommen. Ja, ja. Also wir haben ja noch so ein Stäbchen gekriegt. Wir haben jetzt zwei sogar. Das ist ein Stab. Mit einer Gravur. Fünf geometrische Formen. Okay, fünf. Damit fangen wir nichts an. Das sind jetzt aber vier. Okay, das merke ich mir mal. Okay, das ist rot, Dreieck, bla 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 bla. Okay, das kann man schlecht erkennen, aber egal. Ich erkenne das überhaupt schlecht. Ist das jetzt gleich oder anders? Naja, egal. Das probieren wir aus. Das ist auf... Oh, Mist, jetzt habe ich weitergemacht. Oh, bin ich doof oder was? Ja, jetzt alle Farben durchmachen. Komm, mach wieder rot. Ich muss gleich niesen. Mach rot. Danke. Okay, hab schon die zweite Farbe wieder vergessen. Okay, blau, blau. Doppelt blau. Lasst uns blau sein in dieser... Das. Das. Und das war... War das grün? Nein, das war nicht grün. Das war... Doch, das war grün, aber auch wieder. Und das ist dieselbe Farbe. So. Stimmt das jetzt? Das sieht irgendwie anders aus, die zwei. Die zwei sehen anders aus. Das heißt, das war falsch. Aber ich kann das auch echt schlecht erkennen. Das ist das hier. So. Mist, stimmt. Und da passiert nichts. Egal. Wir haben ja noch eine Tür, wo wir das ausprobieren können. Da, die da. Da, da, die da, die da ist. Okay. Das erste war ja rot. So. Das zweite war wieder blau. So. Und das war... Lese ich nicht mehr. Glaubt ihr das? Mein Gedächtnis ist wirklich unter aller Kanone. Okay, das müsste so stimmen, oder? Und da passiert nichts. Na, das ist nicht sehr nett, dass da nichts passiert. Denn hier können wir eh nichts machen. Aber wir könnten was anderes probieren. Gleich noch, wenn ich hier auch nochmal den Code eingeben habe. Ja, das ist der Code vom anderen. Vielleicht habe ich es doch falsch gemacht. Liegt natürlich auch drinne. Weil ich erkenne das hier an dem Bildschirm wirklich furchtbar schlecht. Oder ich bin einfach nur blind. Das könnte aber auch... Nein, das ist dasselbe. Ich glaube, das ist dasselbe. Aber das ist ein anderes, oder? Echt scheiße gemacht. Nee, das sieht jetzt hier wieder ganz anders aus. Oh, Leute, wir verbringen Jahre damit. So. Bringt alles nichts. Aber ich meine, da müsste eine Tür aufgehen. Naja, mir jetzt auch Wurst. Probieren wir doch einfach mal die leuchtende Kristalle über Brink. Sollen wir es wirklich machen? Ich bin mir nicht sicher. Aber okay. Probieren wir es mal. Wer weiß, ob es überhaupt klappt. Eben. Selbst wenn es dieselben Kristalle sind, die auf dem Display im Museum einen Außerirdischen wiederbelebt haben, sie sind trotzdem nicht für Menschen gemacht. Einen genau. Versuch ist es wert. Bist du dir sicher, was du da tust, ey? Ich wäre mir da nicht so sicher. Oh mein Gott, was passiert da? Brink! Der blonde Eckbart ist zurück. Brink, wie geht's Ihnen? Es geht mir gut. Was ist passiert? Ich erinnere mich, dass ich gegraben habe und der Boden unter mir nachgegeben hat.
Allerdings, sie waren tot, mehrere Stunden lang. Mhm. Dass diese Amerikaner immer übertreiben müssen. Ich versichere es Ihnen, Brink. Kein Puls, keine Atmung. Tot. Aber ich habe ein paar von diesen Kristallen gefunden. Und ein Display hat mir gezeigt, wozu man sie benutzt. Wo ist der Kristall? Ich muss ihn sehen. Ich war mir nicht sicher, ob er bei einem Menschen funktionieren würde. Unsere Zellstrukturen müssen sich sehr ähnlich sein. Boston, durch den Kristall bin ich nicht nur wieder am Leben, ich bin am Leben. Ich fühle mich besser, stärker, lebendiger als jemals zuvor. Maggie, hören Sie mich? Mhm. Ja, klar und deutlich. Die Arme. Ich hoffe, Sie haben was Wichtiges. Ich glaube schon. Brink ist nicht mehr tot, Maggie. Sie haben einen ziemlich kranken Sinn für Humor. Oh ja. Nein, warten Sie, ich meine es ernst. Todernst. Brink? Ich glaube es ja nicht. Es war dieser Kristall, den ich im Museum gefunden habe. Das Display zeigte, wie er einen Toten wiederbelebt hat. Also habe ich es versucht. Ein Kristall, der Tote auferstehen lässt? Wenn wir je wieder zurückkommen, wird das die Welt verändern. Es wird alles verändern. Ich bin nicht einfach wieder am Leben, Maggie. Ich fühle mich grandios. Ich habe das Gefühl, dass ich nie wusste, was es heißt, sich gut zu fühlen. Jetzt ist es umso wichtiger, dass wir nach Hause finden. Mir war es eigentlich immer ziemlich wichtig. Forschen Sie weiter, Boston. Ich arbeite weiter an der Sprache. Alles klar, Maggie. Oh, oh, Brink is back. Und wir haben nur noch einen Kristall. Aber das mit den Türen lässt mir jetzt, ehrlich gesagt, überhaupt keine Ruhe. Da stimmt irgendwas nicht. Oh, wollte doch. Wir noch mal hier rüberlaufen. Da stimmt irgendwas. Stimmt da nicht. Da waren wir schon drinne. Da geht's zur Museumsbahn. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da was nicht stimmt. Müsste nicht diese Tür jetzt aufgehen? Warum geht sie nicht auf? Vielleicht daher, weil das falsch war. Nein, ich schaue es nochmal an. Mein letzter Versuch, Leute. Das ist gleich. Aber bei dem bin ich mir nicht sicher, weil das kann ich nicht ganz sehen. Müsste aber auch gleich sein. Okay, wenn das gleich ist, dann ist das hier falsch. Ah! Hey, Freunde, ich hab doch gewusst, das stimmt irgendwas nicht. Aber zuvor, wisst ihr was? Da gab es so diese eine Tür, wo ich verzweifelt versucht habe, die aufzukriegen. Und da Brink jetzt wieder lebendig ist. Die Frage ist, war das ein Fehler oder war das richtig so? Ach nee, ich wollte zum Museum. Oh, ich verirre mich jetzt schon, obwohl es hier gar nicht viele Räume gibt. Das ist ein unglaublicher Vorgang. Los, Brink, komm mal hinterher. Komm mal. Gut. Offene Tür. Das ist neu hier. Da wollte ich eigentlich auch gar noch nicht hin. Das ist ein gutes Deutsch. Okay, ich mach mal Doppelklick. Ich wollte zu dieser einen Tür zurück. Wo war die jetzt? Verdammte Kacke. Ich tippe immer daneben. Ja. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Nein, da ist es. Da ist die Museumsbahn. Da wollte ich hin. So, Brink, komm. Ist er dabei? Da steht er ja schon. Wieso steht er da schon so blöd rum? So, Brink. Dann wollen wir mal... Ich scheiß jetzt die Wand an, aber sowas von. Also hier rein. Jetzt habe ich 10 Minuten außer Brink lebendig gemacht und dann 10 Minuten damit verbracht, in der Gegend rumzulatschen. Das ist mal wieder typisch. Verzeiht's mir bitte. Wir werden dann das nächste Mal erfahren, wie wir in diese Tür reinkommen. Weil bei dieser einen Tür, wisst ihr noch, da meinte Commander Low, dass man da schon zu zweit sein muss. Und da Maggie wohl keinen Bock hat, mit uns da hinzugehen, missbrauchen wir jetzt einfach mal Brink. Er fühlt sich ja sowieso kräftiger. Seht ihr die Tür, meine ich? Und daher,
werden wir die einfach öffnen. Aber das machen wir das nächste Mal, denn wir haben kaum Zeit. Ich habe ja mal wieder Mist gebaut. Daher sage ich, bleibt dran und lasst es euch gut gehen. Adiamos, Freunde.